3,90 Meter, das ist die magische Grenze. Und bei der da oben, da scheppert es gewaltig. Trotzdem versuchen Lkw-Fahrer täglich aufs Neue durch die verengte Unterführung im hessischen Heppenheim zu gelangen. Egal, was die Warnschilder sagen. Die Folgen? Verkehrschaos pur und Anwohner mit einem dicken Hals. Im hessischen Heppenheim wurde vor 2 Jahren diese Unterführung aufwendig saniert. Die gleichzeitige Reparatur der Bahnbrücke lehnte die Deutsche Bahn damals kategorisch ab. Jetzt muss die Brücke mit Stahlträgern gestürzt werden. Einsturzgefahr. Die Folge? Schwere Lkw passen nicht mehr durch die neue Unterführung und müssen mit haarsträubenden Manövern wenden. Die Anwohner sind stinksauer. Ich finde es völligen Schwachsinn, dass die Bahn damals nicht mitgezogen hat, weil es gibt nur Ärger im Nachhinein. Das ist traurig, sowas. Und dass wir das dauernd mitmachen müssen mit den Lkw. Das Gerappel hier, das nervt ja. Jahrelang plant der Straßenbetrieb Hessen Mobil die Sanierung der Unterführung. Dabei versucht er immer wieder, die Deutsche Bahn mit ins Boot zu holen. Sie soll die alte Bahnbrücke instand setzen. Ziel, eine komplette zeitgleiche Sanierung. Nur einmal Stau, nur einmal Ärger für die Heppenheimer. Doch die Bahn lehnt ab. Eine Reparatur der Brücke sei nicht erforderlich. Im Frühjahr 2016 wird's absurd. Die Arbeiten an der Unterführung sind abgeschlossen. Da stellt die Bahn plötzlich fest, ihre Brücke ist marode. Stahlträger müssen eingezogen werden. Dadurch ist die schöne neue Unterführung für schwere Lkw viel zu niedrig. Bei 3,90 Meter ist Schluss. Trotzdem muss die Polizei Tag für Tag steckengebliebene Brummis wieder rauslotsen. Wir haben am Freitagnachmittag hier manchmal 4, 5 LKWs stehen, die hintereinander rangieren müssen. Das alltägliche Verkehrschaos in Heppenheim bringt bei der Bahn jedoch niemanden aus der Ruhe. Schriftlich heißt es, Brückenerneuerungen in bestimmten Größenordnungen haben einen mehrjährigen Planungsvorlauf und lassen sich nicht kurzfristig eintakten. Von kurzfristig kann bei der Heppenheimer Unterführung nach all den Jahren wahrhaftig keine Rede sein. Erst 2019 will die Bahn ihre Brücke sanieren. So lange werden Anwohner Lkw beim Wenden einweisen und die Polizei verirrten Lastern beim Manövrieren helfen. Tag für Tag.